Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Angebot an börsengehandelten Fonds, an sogenannten ETFs oder ETP ist groß. Es gibt rund 2000 handelbare ETP-Produkte allein an der Börse Stuttgart. Aber der ETF-Experte Dr. Gerd Kommer hat nun einen eigenen ETF kreiert, also möchte sich von dem bisher bestehenden Angebot abheben. Hat neue Ideen? Wir haken nach, welche Ideen konkret dahinter stecken, wie der Start verlaufen ist. Das Produkt ist bereits mehrere Monate handelbar und wollen schauen, für welche Anleger das geeignet ist. Ja, ein ganz herzliches Willkommen, Dr. Gerd Kommer. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Hinter Ihnen liegen spannende Monate. Der eigene ETF ist nun handelbar. Und ich frage mich bei so einem großen Angebot in Deutschland, warum ein eigener ETF? Waren Sie quasi noch nicht zufrieden mit dem, was es gab? Ja, das ist eigentlich der Schlüsselgesichtspunkt, den Sie da ansprechen. Es gibt über 2000 ETFs, die in Deutschland angeboten werden. Zwei Drittel davon sind Aktien-ETFs. Wir haben einen zusätzlichen globalen Aktien-ETF aufgelegt vor 3,5 Monaten, etwa Mitte Juni, weil im Grunde genommen, darüber werden wir ja sprechen, dass das Angebot, dieses große Angebot, was es schon gibt an Aktien-ETFs, trotzdem das nicht beinhaltet, was wir mit diesem neuen Gerd Kommer ETF haben umsetzen wollen und umgesetzt haben. Und wir unterscheiden uns, glaube ich, in vielerlei wichtigen Punkten vom Wettbewerb. Und das kann für Privatanleger interessant sein. Ja, und dann blicken wir nochmal ganz konkret auf das Produkt. Welche Idee steckt dahinter? Wie genau ist der ETF ausgestaltet? Also erstmal ist es ein globaler Aktien-ETF. Wenn man sich quasi als Referenzmarke, das ist ja, wenn man von globalen Aktien-ETFs spricht, eine naheliegende Vorstellung, ein MSCI World ETF, davon gibt, glaube ich, 20 plus, die in Deutschland angeboten werden, vorstellt als kleine Referenzmarke, dann unterscheidet sich unser ETF in mehrerlei Hinsicht, in mehreren wichtigen Dimensionen von so einem MSCI World ETF. Also Unterschied Nummer eins, wir haben auch Schwellenländer mit drin. Ein MSCI World ETF hat bekanntlich nur in Anführungszeichen die 23 Developed Markets, Industrieländer abgebildet oder bildet die ab. Wir bilden zusätzlich in unserem ETF und deswegen ist ein richtiger Welt-AG-ETF auch die 24 Schwellenländer nach MSCI-Definition ab. Zweiter großer Unterschied, wir haben auch Small Caps, also Nebenwerte mit drin. Das fehlt ja auch, die fehlen auch grundsätzlich in einem MSCI World ETF, der den MSCI World Index abbildet und der beinhaltet eben nur Large Caps und Mid Caps. Der dritte große Unterschied ist, dass wir eine andere Gewichtungsmethode verwenden für die verschiedenen Länder. Wir benutzen, wenn man so will, so eine Art Mischung, eine 50-50-Mischung aus der traditionellen Methode, nämlich Marktkapitalisierung. Eine einzelne Aktie ist nach ihrem Börsenwert gewichtet in einem typischen passiven Index, wie auch im MSCI World Index. Das tun wir auch zu 50%, aber die anderen 50% sind quasi das Bruttoinlandsprodukt, die volkswirtschaftliche Größe des Landes, in dem diese betreffende Aktien, Apple in den USA, SAP in Deutschland und so weiter angesiedelt ist. Und im Ergebnis führt das diese modifizierte Gewichtungsmethode in unserem ETF darin, dass zum Beispiel die USA als Land nur mit 45% bei uns im ETF gewichtet ist, während sie in einem MSCI World ETF aktuell mit circa 70% gewichtet ist. Und dieses 70% Gewichtung für ein einzelnes Land, auch wenn das USA heißt, das ist meines Erachtens einfach zu viel. Na, da haben wir auch mal einen Blogbeitrag geschrieben vor einigen Wochen über die sozusagen ungesunden Konzentrationsrisiken, die einzelne Länder in Indizes bedeuten können. Ob das jetzt China oder Russland war bei den kommunistischen Revolutionen, als der Aktienmarkt in diesen beiden Ländern, die 1917 bzw. 1948 durchaus nicht klein waren, von 100 auf 0 ging, ne, wenn plötzlich alle börsennotierten Unternehmen im eigenen Land enteignet werden. Oder Japan war mal Ende der 80er Jahre, hatte Japan einen größeren Aktienmarkt der Marktkapitalisierung nach als die USA. Und wir wissen,
dann ab Anfang der 90er Jahre platzte die Japan-Blase im Immobilienbereich, im Aktienbereich. Und dann hatten wir 20 plus Jahre, 25 Jahre furchtbar schlechte Renditen in Japan und so weiter. Und diese solche Arten von schwarze Schwanrisiken, die in einem Land auftreten können, die sollte man, wenn man ein bisschen mitdenkt, meines Erachtens, also die kann man nicht eliminieren, aber zumindest abmildern. Und das haben wir mit unserem ETF versucht, indem wir diese andere Gewichtungsmethode eingeführt haben. Es gibt noch ein paar andere Unterschiede wie Factor Investing und dass wir, darüber könnten wir vielleicht nachher noch kurz sprechen, weil das sehr wichtig ist, Smart Beta Factor Investing, und dass wir auch zum Beispiel die hohe Gewichtung von einzelnen Aktien. Apple hat zum Beispiel im MSCI World Index eine Gewichtung von 5%. Das muss man sich mal vorstellen. Eine einzelne Aktie macht in einem Weltaktienindex 5% aus. Das ist schon sehr, sehr heftig. Und das haben wir auch reduziert auf 1%. Also das ist so ein Cap, den ein Einzelwert bei uns nicht überschreiten darf. Es gibt noch ein paar andere Elemente, die diskussionswürdig und so weiter sind, aber ich will jetzt nicht alles aufzählen und endlos reden. Also ich sehe schon, Sie sind Feuer und Flamme für Ihren ETF. Also das Klumpenrisiko, das wird auf jeden Fall reduziert, obgleich natürlich die US-Aktien und auch viele Tech-Werte lange Zeit auch die Zugpferde waren beim MSCI. Aber Sie sagen ganz klar, dieses Risiko möchten Sie in diesem ETF nicht fahren. Ich fand auch diese Rendite-Optimierungsstrategie eigentlich ein ganz spannendes Stichwort, dass Sie eben beispielsweise, was IPOs oder Ähnliches betrifft oder verlustreiche Titel, wie Sie damit umgehen. Genau, das sind noch zwei Punkte, die auch interessant sind. Also es gibt ja viele Dinge, die in der wissenschaftlichen Forschung, Finanzmarktforschung, sagen wir mal, klar sind, aber dann gibt es doch auch wieder Wissenschaftler oder Fachleute, die es ein bisschen anders sehen. Aber es gibt eben auch ein paar Gebiete, die ein paar Findings, wenn man so will, die sind wirklich glasklar, die sind schwarz-weiß eindeutig, da sind sich alle einig. Und eines dieser Findings ist, dass IPOs, Initial Public Offerings, initiale Börsengänge, also Aktien, die ihr IPO haben, in den ersten 12 Monaten, 18 Monaten, da kann man wieder dann drüber streiten, aber jedenfalls am Anfang, statistisch gesehen, ich rede jetzt nur von der Statistik, also wenn ich 1000 IPOs betrachte in den letzten 20 Jahren oder 500, dass die statistisch gesehen schlechter rentieren als schon bereits notierte, gelistete, länger gelistete Aktien, also reguläre Aktien, wenn Sie so wollen, die irgendwie vergleichbar sind von der Größe her. Also IPOs in den ersten 12 Monaten sind zumindest für jemanden, der passiv investieren will, der wissenschaftlich orientiert, spekulationsfrei, prognosefrei investieren will, keine gute Idee. Und deswegen schließen wir IPOs oder ja Aktien, die ein IPO hatten, in den ersten 12 Monaten aus. Sie können also erst ab dem 13. Monat bei uns in den Index reinkommen, wenn sie die sonstigen Kriterien erfüllen. Und dann haben wir auch, es gibt noch ein anderes Finding, was aus der Forschung kommt und meines Erachtens sehr interessant ist. Sie hatten es quasi gestreift. Aktien, die stark beliehen werden. Na, man kann ja Aktien ausleihen, ob das die Apple-Aktie ist oder die Hinterklein-Kleckersdorf-Aktie. Bei großen Aktien geht es einfacher. Die kann man ausleihen. Das Ganze heißt Wertpapierleihe. Das machen hauptsächlich Hedgefonds, weil dieses Ausleihen notwendig ist, um die Aktien leer zu verkaufen. Also ich muss sie ja zuerst irgendwo leihen, dann verkaufe ich sie an jemanden. Ich mache Shorting, Leerverkauf, hoffe dann auf einen Kursrückgang. Ich spekuliere auf fallende Kurse und kaufe die Aktie dann einen Tag oder eine Woche, 2 Wochen später zurück, hoffentlich zu einem niedrigen Kurs, und dann gebe ich sie einem Leihgeber zurück. So, das ist so ein bisschen die Theorie hinter Shorting, und dazu spielt Ausleihen natürlich eine große Rolle. Und die Forschung hat eben festgestellt, dass stark ausgeliehene Aktien, Short Interest heißt das so ein bisschen in der Fachsprache, stark beliehene Aktien tendenziell schlechtere Renditen haben als der Gesamtmarkt, weil diese Hedgefonds, die diese Aktien shorten wollen, die liegen gar nicht so ganz falsch im Durchschnitt. Also im Durchschnitt steckt da schon Expertise und Know-how dahinter. Und deswegen macht es Sinn, solche Aktien, also die überdurchschnittlich stark beliehen sind, geschortet werden, nicht in den Fonds mit reinzunehmen. Das haben wir auch zum Beispiel drin, und soll natürlich auch die langfristige Performance verbessern.
Okay, Sie hatten Faktor-Investing gerade schon angesprochen, gestreift. Da würde ich gerne noch mal einsteigen, weil es eben ein Unterscheidungsmerkmal ist und viele Anleger sich jetzt fragen, soll ich den ETF kaufen oder bin ich doch in einem MSCI World besser aufgehoben? Sie haben ja bewusst dieses Faktor-Investing. Was genau steckt da dahinter und wie wird es abgebildet? Genau, Faktor-Investing ist wahrscheinlich sogar, wenn man mal vielleicht den Aspekt, dass wir auch Schwellenländer mit drin haben, mit das wichtigste, die wichtigste USP, Unique Selling Proposition bei unserem Fonds, dass wir eben Factor Investing, Smart Beta heißt auch im Jargon, praktizieren. Das heißt, vor rund 50 Jahren ging eine gewisse Art von Forschung los, statistisch getriebene, mathematisch getriebene Forschung, was den Aktienmarkt anbelangt. Forscher wollten einfach, Wissenschaftler wollten sehen, gibt es bestimmte Teilsegmente des Aktienmarktes, die systematisch bessere Rendite-Risikokombination darstellen als der restliche Aktienmarkt oder der Gesamtaktienmarkt. Und gebe ein kleines Beispiel, Small Caps. Ne? 1980, vor gut 40 Jahren, hat der Schweizer Finanzmarktforscher Rolf Banz eine Studie veröffentlicht. Der hat sich damals 1980 die 50 Jahre US-Daten, also so ungefähr von 1926 an, da beginnt eine berühmte Datenbank in den USA mit High-Quality-Daten, hergenommen und festgestellt, dass für diese gut 50 Jahre bis 1980 Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung, also Small Caps, eine höhere, deutlich höhere Rendite hatten im Durchschnitt als Large Caps oder auch als der Gesamtmarkt. Und damit, das ist so ein Beispiel für Faktorforschung. Der Small Cap-Effekt, die Small Cap-Prämie ist eine Faktorprämie. Und das wurde, so ähnliche Forschung wurde in Bezug auf Value-Aktien, auf Quality-Aktien, Momentum-Aktien und andere Faktorprämien im Laufe der Jahrzehnte durchgeführt. Und das kann man sich als Anleger zunutze machen, indem man diese sogenannten Faktoren oder Faktorprämien im eigenen Portfolio übergewichtet. Also Aktien, die diese Prämien beinhalten, zum Beispiel Small Caps. Und das tun wir in unserem ETF. Das Ziel von Factor Investing ist natürlich, das ist ja das grundsätzliche Ziel von Investieren, irgendwo einen Vorteil zu generieren, also ein Renditeplus, ein moderates Renditeplus von 1-2 Prozentpunkten per annum nach Kosten im Jahr zu generieren. Ich betone auf lange Sicht, bitte nicht denken, dass man das sozusagen jedes Quartal sehen muss. Das wird man nicht. Man kann auch über Jahre hinweg damit daneben liegen, aber auf lange Sicht funktioniert das. Und das wollen wir ausnutzen. Also eine moderate Mehrrendite gegenüber einem beispielsweise MSCI World, der ja keine Faktorprämien beinhaltet, im Zeitablauf auf lange Sicht generieren. Wenn Sie schon auf die Laufzeit zu sprechen kommen, was würden Sie denn generell sagen? Wie viel Geduld oder wie viel Zeit muss man mitbringen, um in den ETF einzusteigen? Es ist ja kein Investment von heute auf morgen oder innerhalb von 2 Wochen. Was würden Sie oder was haben Sie da für Erfahrungen? Also aus meiner Sicht sollte generell, das ist eigentlich eine allgemeine Regel, die zum Aktieninvestieren taugt, niemand in Geld in Aktien investieren, was er innerhalb der nächsten 5 Jahre mit auch nur moderater Wahrscheinlichkeit, von hoher Wahrscheinlichkeit will ich gar nicht reden, auch nur mit moderater Wahrscheinlichkeit brauchen wird. Ne? Ich sollte Geld in den Aktienmarkt nur dann investieren, wenn ich vor Gericht, gibt es den schönen Spruch, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kann, dieses Geld, diese 1.000 Euro oder diese 200.000 Euro oder diese Million, die werde ich in den nächsten 5 Jahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht brauchen für Konsum oder Häusle bauen oder sonst was. Und natürlich gibt es Notfälle und Menschen ändern ihre Planung und so weiter. Das ist ja sowieso klar, davon rede ich nicht. Aber ich muss zum Zeitpunkt T1, muss ich mir eine Vorstellung machen, wann brauche ich dieses Geld wieder? Und dann sollte man bei Aktieninvestments nach meiner Meinung quasi sagen, diese Summe, dieses Geld brauche ich wahrscheinlich nicht in den nächsten 5 Jahren. Das ist eigentlich die Faustregel, die gelten sollte und die gilt auch für unseren Fonds. Also niemand wird davon abgehalten, den Fonds auch quasi kurzfristig zu spekulativen Zwecken zu nutzen und ich habe da natürlich auch keine Einwände, wenn Menschen, Anleger entsprechende Meinungen haben und sich positionieren wollen. Aber vom Prinzip her ist es gedacht als ein Langfristinvestment und das gilt auch für die ganzen Dinge, die wir eingebaut haben in diesen Fonds, dass
wir von denen glauben, dass sie langfristig, also über 5 Jahre plus, eine funktionieren werden und ihre Aufgabe im Sinne von entweder Risikominimierung oder Reduzierung oder Rendite plus, dass sie diese Aufgaben auch erfüllen werden. Und je länger ich bereit bin zu warten, ab 5 Jahren, desto wahrscheinlicher ist, dass diese Erwartung dann auch also erfüllt werden wird. Das ist so ein bisschen die Logik dahinter. Und wie oft wird nachjustiert, also das sogenannte Rebalancing, wie oft nehmen Sie das vor? Gute Frage. Ja, einmal im Quartal, alle 3 Monate wird quasi wird geschaut, ob die Aktien, die in diesem Index, der Index selber repräsentiert 5000 Aktien, über Optimized Sampling, also eine optimierte Stichprobe, bilden wir im Fonds, im ETF, circa 2000 plus davon auch ab. Und diese Aktien müssen bekanntlich bestimmte Kriterien erfüllen, damit sie in den Index und damit auch in den ETF rein dürfen. Und das wird alle 3 Monate neu überprüft. Na, wenn wir wollen zum Beispiel, dass Super Large Caps nur ein reduziertes Gewicht im Index haben, weil eben Small Caps auf lange Sicht besser rentieren. Und das muss ich natürlich alle 3 Monate neu überprüfen. Wenn ich ein Small Cap im ersten Quartal drin habe und der eine tolle Rendite hat, was wir uns ja alle wünschen, dann wird der ja allmählich, insbesondere wenn der so quasi an bestimmte Grenzwerte von seiner Größe erreicht, wird er zum Large Cap werden und irgendwann mal könnte es sein, dass er dann quasi das Small Cap Kriterium nicht mehr erfüllt oder zum Teil jedenfalls nicht mehr erfüllt und dann wird sein Gewicht reduziert oder diese Aktie wird rausgeschmissen. Dieses Rebalance findet alle 3 Monate statt. Und da Sie natürlich auch mehr Zeit investieren als ein MSCI World ETF, der quasi einmal gebildet ist und dann sich nichts mehr tut, sind auch die Kosten natürlich einen Ticken höher. Ne? 0,5% bei Ihnen verglichen mit den 0,2%, die dann quasi der klassische MSCI World ETF hat. Genau, ja. Also es gibt sogar noch günstigere MSCI World ETFs inzwischen. Im ETF-Space haben wir ja, ist eigentlich für Anleger eine sehr, sehr erfreuliche Geschichte, sehr viel Kostenwettbewerb. Ne? Es gibt die 2000 ETFs, die Sie vorhin erwähnt haben und die meisten davon konkurrieren miteinander und dementsprechend gibt es da Kostendruck und wir haben ja 2023 den 30-jährigen Geburtstag von ETFs sozusagen. 1993 kam der erste echte ETF in den USA auf den Markt und in diesen 30 Jahren gab es einen enormen Kostenwettbewerb, der sich zugunsten von Anlegern entwickelt hat und mittlerweile eben dazu führte, dass also Standardwerte ETFs bei 0,1% Kosten für Aktien-ETFs angekommen sind und so weiter. Diese Entwicklung wird auch in der Zukunft wahrscheinlich weitergehen. Also und darüber können sich Anleger freuen. Jetzt zu unserem ETF, Sie haben ja richtig erwähnt, mit 0,5% per annum ist der nicht der billigste ETF auf der Welt. Aber wenn man ihn korrekt vergleicht mit dem, also keinen Äpfel mit Birnen Vergleich anstellt, also mit ETFs vergleicht, die einfach anders sind und deswegen eigentlich nicht die richtige Kostenbenchmark darstellen, sondern mit den ETFs, mit denen er verglichen werden kann, da liegt er ganz einfach quasi schön in der Mitte mit anderen sogenannten Multifactor-ETFs, die global investieren. Davon gibt es so 25 plus in Deutschland. Die sind alle nicht so breit aufgestellt wie unserer. Die schließen keine Schwellenländer mit ein oder keine Small Caps mit ein und so weiter. Aber wenn wir unseren ETF mit denen vergleichen, dann da ist so die Range zwischen 0,30 und 0,55. Und da liegen wir ja etwa drin. Mhm. Ein Punkt, der für Anleger immer wichtiger wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also viele sagen, sie Geldanlage ja, Rendite natürlich auch, aber das Ganze mit gutem Gewissen. Jetzt haben Sie, wie habe ich das so schön gelesen, einen leichten ESG-Filter eingebaut. Was genau steckt da dahinter? Richtig, ja. Also es gibt grundsätzlich vielleicht erst so ein bisschen das Formalistische aus aufsichtsrechtlicher Sicht, Entschuldigung, sogenannte Artikel 8 Fonds, jetzt wurscht, auf welche Verordnung der EU sich das bezieht, aber Artikel 8 Fonds sind die milden ESG-Fonds, ESG-Light könnte man jetzt so ein bisschen despektierlich sagen, in diese Kategorie fällt unser Fonds rein, unser ETF, also da wird ein bisschen ESG gemacht, ich komme dann gleich auf die Spezifika zu sprechen, um quasi die schlimmsten Sünden zu eliminieren oder die schlimmsten Sünder. Aber es ist kein Heavy Duty, kein radikaler ESG
Fonds. Das sind die sogenannten Artikel 9 Fonds, die gehen dann quasi mit dem ESG, mit den ESG-Filterkriterien, die angewendet werden, sehr, sehr viel weiter. Die sind sozusagen radikaler. Was heißt das bei uns spezifisch in dem ETF? Also Kohle, Beispiel, Kohlebergbauunternehmen und Kohlekraftwerksbetreiber sind nicht drin, weil das einfach CO2, sagen wir mal, radikale CO2 Kriterien sind oder Sünder sind, wenn man es so ausdrücken möchte, die wir nicht haben möchten. Und dann gibt es noch sogenannte kontroverse Waffen, also so Streuminen und solches Zeug, Kinderarbeit. Es gibt nicht allzu viele Unternehmen auf der Welt, denen nachgewiesen werden kann, dass sie solche Sachen machen, wie man sich, glaube ich, unschwer vorstellen wird. Solche Unternehmen sind tendenziell auch nicht börsennotiert. Aber die es gibt, von denen das bekannt ist, die werden aussortiert. Insgesamt sind das irgendwo so um 300 Unternehmen, die aus dem Grundindex von 5000 Unternehmen deswegen wegen solcher ESG-Kriterien herausfallen. Also so wirklich die krassen Fälle. Wir wollten uns vor allen Dingen beim ESG-Filter auf eindeutige Kriterien, nicht auf subjektive Kriterien, wo man dann auch wieder anderer Meinung sein kann, ethisch, moralisch und auch wissenschaftlich, technisch unterschiedlicher Meinung sein kann. Sie kennen das Thema, die Franzosen glauben, dass Atomkraft notwendig ist, um den Klimawandel, Stichwort CO2, in den nächsten 10, 20 Jahren erfolgreich bekämpfen zu können. In Deutschland bis vor kurzem zumindest, vielleicht auch noch heute, wird das anders gesehen. Sie sehen, dass da unterschiedliche Ansichten denkbar sind und wir wollten da auf jeden Fall nicht zu weit gehen. Also sowohl Energieunternehmen als auch Waffenhersteller sind bei uns mit drin, aber eben nicht Kohle als eine Unterkategorie von Energieunternehmen und auch nicht Waffenhersteller, die also so kontroverse, schlimme Waffen herstellen. Generell, woher können Anleger sehen, welche Werte konkret in diesem ETF enthalten sind? Gibt es da eine Übersicht? Wird es vierteljährlich aktualisiert, immer nach dem Rebalancing? Also manche sagen ja, das ein oder andere Unternehmen möchte ich schlicht und einfach nicht drin haben, weil ich die und die Einstellung habe. Oder ich bin generell neugierig, was liegt denn in meinem ETF alles drin? Wo genau findet man das? Genau, also gute Frage. Eine einfache Quelle, die man ganz schnell konsultieren kann dazu, die zumindest die allergrößten Positionen im Sinne von Aktien oder Firmen auflistet, ist das Factsheet. Das wird monatlich einmal aktualisiert, ist natürlich immer dann 2, 3, 4 Wochen quasi zurückliegend. Da wird sich gerade, weil wir ja einen passiven ETF hier haben, von Monat zu Monat nicht viel ändern. Oder eigentlich auch von Quartal zu Quartal streng genommen nicht viel ändern. Da sind die größten 10, 15, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau aus der Erinnerung, oder 18 Einzelpositionen aufgelistet. Wer noch genauer hinschauen möchte, der könnte auf die Website gehen von Legal & General. Das ist die große britische Versicherung, Fondsgesellschaft, mit der wir zusammen diesen ETF aufgelegt haben, und dort nachschauen. Da kann man dann quasi alle Positionen, also alle 2000 Positionen sehen. Jetzt gute 3 Monate ist der Fonds handelbar. Wie zufrieden sind Sie denn? Sie haben vorhin so schön gestrahlt. Ich sehe, Sie stehen voll hinter dem Thema. Wurde das am Markt auch schon so gut aufgenommen? Ja, also klar, das klingt jetzt so ein bisschen selbstbeweihräuchernd, was ich sage. Aber wir sind tatsächlich genuin happy mit der Entwicklung in diesen ersten 3,5 Monaten. Der Fonds hat jetzt circa 100 Millionen Euro Volumen. Fußnote, wenn man auf ein normales Finanzportal geht oder Online-Broker, wird man da eine etwas niedrigere Zahl sehen, 80 Millionen oder sowas, weil dieser Datenpunkt, das wusste ich auch nicht, bevor wir unseren eigenen ETF aufgelegt haben, der wird nur einmal im Monat aktualisiert. Und bei einem neuen Fonds, der gut wächst, ist dann sozusagen diese Zahl veraltet, die man da sehen wird, oder einen Monat veraltet. Tatsächlich stehen wir also bei rund 100 Millionen und das ist liegt merklich über der Erwartung, die wir für die ersten 3,5 Monate hatten. Also insofern alles gut. Ich bin froh, dass der Fonds schnell auf die erste 100 Millionen Marke oder die überschritten hat. Und
offensichtlich auch gut angenommen wurde. Und diejenigen, die den Fonds, den ETF kaufen müssen, Augen auf. Es gibt natürlich zwei Varianten, einmal ausschüttend und einmal quasi mit Wiederanlage. Genau, ja, wir haben witzige WKNs gefunden oder vereinbart, Welt 0a und Welt 0b. Das kann sich jeder gut merken. Welt 0a ist die thesaurierende Variante des Fonds, also da werden die Dividenden nicht ausgeschüttet, sondern sofort wieder automatisch kostenfrei reinvestiert. Und die Welt 0b-Variante des ETFs ist die ausschüttende Variante, da werden die Dividenden ausgeschüttet, ich glaube pro Quartal oder einmal im Halbjahr. Da erwischen Sie mich jetzt auf dem kalten Fuß, wie häufig das geschieht. Also es gibt beide Varianten, ausschüttend und eben mit Wiederanlage, und es ist ein reiner Aktien-ETF, also es liegen nur Aktien in diesem Korb. Jetzt werden viele Anleger aber sagen, klingt vielleicht ganz spannend, möchte ich auch haben den ETF, aber natürlich noch mehr in meinem Depot. Beispielsweise, was sagen Sie zu Anleihen-ETFs? Die Zinsen sind wieder zurück, Bonds are back, heißt es auch so schön bei uns an der Börse, also Anleihen wieder attraktiv mit dem Zinsniveau, gehört quasi neben den Komma-ETF mit den Aktien jetzt noch ein Anleihen-ETF ins Depot? Für viele, für sehr viele, vielleicht die Mehrheit aller normalen Privatanleger, jetzt muss ich natürlich normal gleich in Anführungszeichen setzen, also normalen Privathaushalte, wenn man es mal so ausdrücken möchte, gehören zinstragende Investments, ich benutze jetzt noch einen allgemeineren Ausdruck, auch in ein Portfolio. Wenn jemand beispielsweise eine Familie oder ein Einzelhaushalt, Einzelperson 50.000 Euro anzulegen hat und sagt, okay, ich für mich ist nicht nur Renditemaximierung wichtig, sondern ich möchte eben auch mein Risiko im Sinne von Volatilität, Schwankungsintensität, das möchte ich auch irgendwo in einem gewissen Rahmen halten, dann kann man das insbesondere gut mit ETFs-Investment. Man könnte sagen, okay, ich mache jetzt so eine Art 60-40-Mischung. Das ist so eine berühmte Asset-Allokation, also Aufteilung zwischen dem risikoreichen Teil, dem Aktienteil. Den könnte man über unseren ETF darstellen. Da habe ich ja eine wunderbare Diversifikation im gesamten Weltaktienmarkt, alle Branchen, alle Länder etc. Und die anderen 40% könnte ich jetzt gerade im Beispiel mit den 50.000 Euro Gesamtinvestment könnte ich über ein Tagesgeld bei einer Bank darstellen. Ne? Da habe ich noch den Luxus, wenn man so will, das ist jetzt ein sehr wichtiger Luxus, dass diese 20.000 Euro in dem Beispiel innerhalb in die reine gesetzliche Einlagensicherung reinfallen. Das heißt also, wenn die entsprechende kontoführende Bank pleite gehen sollte, sowas hat es ja schon mal gegeben. Wir hatten in den letzten Jahren Greensill Bank, VTB Bank, vor sechs paar Monaten im März dieses Jahres gab es eine Minibankenkrise, die zweitgrößte Schweizer Bank, Credit Suisse, ist umgekippt, in den USA mehrere mittelgroße Banken und so weiter. Also Banken können pleite gehen, und wenn sowas geschieht, ist es natürlich unheimlich wichtig, dass das eigene Kontoguthaben, ich spreche jetzt nicht vom Depot, da besteht diese Gefahr nicht, aber ein Kontoguthaben in die staatliche Einlagensicherung von 100.000 Euro oder die gesetzliche Einlagensicherung reinfällt. Also die 20.000 Euro in meinem Beispiel, Rechenbeispiel, könnte man über ein Tagesgeld darstellen oder über einen Anleihen-ETF. Also ich Geldmarktfonds-ETF, Anleihen-ETF, in dem High-Quality-Anleihen drinstecken. Da kann ich sogar typischerweise noch eine höhere Rendite erzielen als mit einem durchschnittlichen Tagesgeld, so 0,5 bis 1,5% per annum höhere Rendite. Bei gleicher Liquidität, ich komme innerhalb von 2-3 Tagen an mein Geld ran, kann das zurückkonvertieren in Cash, und ich brauche mich um nichts zu kümmern wie bei einem Festgeld. Bei einem Festgeld, das ist ja nervig, da muss ich ständig überlegen, ja, brauche ich das Geld jetzt in den nächsten 2 Wochen oder 4 Wochen oder 6 Monate, und wenn ich mich da verplane, dann werden mir die Zinsen wieder abgezogen oder ich muss sogar noch eine Strafe zahlen. Also Tagesgeld oder Geldmarktfonds ist da besser.
Also spannende Alternative für diejenigen, die das Depot eben etwas breiter aufstellen wollen. Und den passenden Anleihen-ETF, den finden Sie natürlich auch über den ETF-Finder an der Börse Stuttgart. Und wenn Sie bei uns bei den Most Active schauen, bei der Übersicht, bei der Tabelle, dann sehen Sie auch quasi, was die anderen kaufen. Also was sind die meistgehandelten ETFs an der Börse Stuttgart, sowohl was Aktien als auch Anleihen-ETFs betrifft. Denn das Angebot ist riesengroß. Und Dr. Gerd Kommer, vielen Dank für die Vorstellung Ihres neuen Babys, ein spannendes Produkt. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und vielen Dank, dass wir so hinter die Kulissen blicken durften. Ich danke Ihnen, Frau Frey.